Ja, du hast richtig gelesen. Ich mache mir in meinem Psychologiestudium keine Notizen, nicht während der Vorlesung, und ich schreibe mir auch nicht die wichtigsten Sachen aus Büchern raus oder sowas. Und trotzdem ist Notizen machen eine extrem populäre Methode im Studium, die viele Studenten verwenden, um sich Inhalte einzuprägen und sich mit diesem Stoff auseinanderzusetzen. Und ich möchte in diesem Video darauf eingehen, warum ist diese Methode eigentlich so populär und wieso habe ich mich bewusst dagegen entschieden, mir Notizen während Vorlesungen oder während dem Durchlesen eines Buches zu machen. Erstmal, was spricht dafür oder warum verwenden so viele Leute Notizen während den Vorlesungen oder während dem Durchlesen von Büchern zu machen? Der erste Grund, der meines Erachtens dafür spricht, ist, dass man gewissermaßen dazu gezwungen wird, aufmerksam in der Vorlesung zu sitzen und dem Professor wirklich zuzuhören, ansonsten könnte man sich ja keine Notizen machen. Das heißt, Notizen sind eine Art Methode, die mir dazu verhelfen können, wirklich engagiert und aktiv zu bleiben, nicht einfach nur zu konsumieren, in so eine passive Haltung zu kommen in der Vorlesung, wo ich mit meinen Gedanken komplett woanders abschweife, sondern die Notizen, wenn ich die letzten 10 Minuten keine gemacht habe, sind gewissermaßen auch zum Beispiel ein Indikator dafür, dass ich vielleicht mit den Gedanken woanders war und wieder meine Aufmerksamkeit auf das richten sollte, was der Professor eigentlich zu sagen hat. Und dadurch, ja, sind die Notizen ein Indikator und etwas, was mich zwingt, aktiv am Ball zu bleiben während der Vorlesung. Das ist ein Argument, das man dafür anbringen kann. Ein weiteres Argument, das häufig genannt wird, warum auch so viele Studenten diese Methode verwenden, ist, dass es einem ja wirklich ein Gefühl gibt, organisiert und strukturiert zu sein. Dadurch, dass man sich diese Notizen macht, kann man in die Inhalte auch schon mal eine gewisse Struktur einbauen, nochmal strukturierter mit diesen Über- und Unterpunkten arbeiten, als es vielleicht auf den Vorlesungsfolien der Fall ist. Auf der anderen Seite sieht man auch, mit welchen Themen genau habe ich mich schon beschäftigt, zu welchen Themen habe ich schon Notizen gemacht und zu welchen Themen nicht. Das heißt, man hat relativ klar visuell vor Augen, was sind noch Themen, die ich bearbeiten muss und was sind Themen, mit denen ich mich schon auseinandergesetzt habe. Und wenn man sich keine Notizen macht, dann hat man das vielleicht nicht unbedingt so klar vor Augen und es ist nicht ganz so offensichtlich, womit muss ich mich noch auseinandersetzen und womit habe ich mich schon auseinandergesetzt. Hinzu kommt, dass wenn man sich Notizen macht, man gleichzeitig das Gefühl hat, man ist einfach produktiver unterwegs. Oder im Gegensatz dazu, wenn man sich keine Notizen macht und einfach nur in der Vorlesung sitzt, dem Professor oder der Professorin zuhört und alle Leute sitzen da, machen fleißig ihre Notizen, ihre Zusammenfassungen, dann kann einem das Gefühl geben, okay, vielleicht sollte ich auch irgendwas machen. Ich weiß nicht, ich sitze hier halt einfach nur da und höre dem Professor zu. Und dieses Gefühl von Unproduktivität kann etwas Unangenehmes sein und dazu führen, warum Leute auch vielleicht eher dazu neigen, dann Notizen in der Vorlesung zu machen. Und trotzdem habe ich mich dagegen entschieden. Ich habe mich dagegen entschieden, Notizen in der Vorlesung oder auch aus Büchern zu machen. Und ja, jetzt komme ich zu den Gründen, warum ich das nicht mache und auch warum ich glaube gewissermaßen, dass die Gründe, die ich jetzt gerade dafür genannt habe, die dafür sprechen, Notizen zu machen, warum die meiner Meinung nach nicht wirklich berechtigt sind. Der erste Punkt ist, wenn man in einer Vorlesung Notizen macht, man einfach mit einer geteilten Aufmerksamkeit in der Regel unterwegs ist. Und deswegen der erste Punkt, den ich vorhin genannt habe, dass man durch die Notizen dazu gezwungen wird, aufmerksam zuzuhören, meines Erachtens nicht wirklich gegeben ist. Ja, wir Menschen, wir sind nicht sonderlich gut im Multitasking. Wenn wir zwei unterschiedliche Aufgaben oder mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen, also zum Beispiel Notizen zu machen und in der Vorlesung zuzuhören, dann reduziert es unsere Fähigkeit, in beiden Aufgaben vollkommen da zu sein, einfach massiv. Und deswegen bin ich persönlich der Meinung, dass es in der Vorlesung, insbesondere in der Vorlesung, nicht wirklich Sinn macht, Notizen zu machen, weil man dadurch einfach ja nicht so aufmerksam zuhören kann und vielleicht, während man gerade dabei ist zu schreiben, eine wichtige neue Information verpasst, die man sonst mitbekommen würde, wenn man zuhören würde. Was anderes ist es vielleicht, wenn der Professor wirklich überhaupt nicht in der Lage ist, den Stoff interessant zu verpacken und man sonst einfach wirklich die ganze Zeit mit den Gedanken woanders wäre. Wobei, wenn das der Fall ist, würde ich persönlich Sachen sagen, dann höre ich mir die Vorlesung nicht an. Ja, also wenn der Prof es nicht schafft, mir den Stoff näher zu bringen, dann bringe ich mir den Stoff lieber selbst näher bei und setze mich aktiv damit auseinander und kann dann auch in der kürzeren Zeit diesen Stoff mir aneignen, wie wenn ich in der Vorlesung sitze, die mich nicht interessiert. Der zweite Punkt ist, Notizen zu machen nimmt vergleichsweise viel Zeit ein im Verhältnis dazu, wie sehr es mir tatsächlich beim Einprägen der Inhalte hilft. Weil Einprägen von neuen Inhalten passiert nicht wirklich dann, wenn ich einfach Phrasen vom Professor oder Phrasen aus dem Buch
fast 1:1 auf mein Papier oder auf meinen Computerbildschirm übertrage, sondern Lernen findet vor allem dann statt, wenn wir zum einen Wissen, das wir neu erlernen, mit alten Wissensinhalten in Beziehung setzen und dann, wenn wir dieses neue Wissen auch immer wieder aktiv auspacken oder reproduzieren, wenn wir es aktiv wiedergeben und unserem Gehirn dadurch signalisieren, dass dieser neue Wissensinhalt auch wirklich relevant und wirklich wichtig ist. Und das passiert beim reinen Übertragen von Informationen vom einen Ort auf den anderen Ort, passiert es einfach nicht so wirklich, und deswegen macht es meines Erachtens nach Sinn, möglichst schnell in diese Lernformen einzusteigen, die dann auch nachgewiesenermaßen dabei helfen, sich diese Inhalte einzuprägen. Und die meisten Leute, die Notizen machen, die würden wahrscheinlich auch zugeben, dass das alleinige Notieren von Informationen noch nicht reicht, um das wirklich einzuprägen, sondern dass es dann einen nächsten Schritt braucht, wo man die Inhalte dann wirklich lernt und wirklich wiederholt. Und ja, dafür, dass es ein mehr oder weniger ein Vorbereitungsschritt ist, das Notieren, finde ich, nimmt es einfach zu viel Zeit in Anspruch, und es macht meines Erachtens mehr Sinn, mit anderen Aktivitäten diese Zeit zu füllen. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, ja, weil auch wenn sich das Notieren von Inhalten recht produktiv anfühlt, muss es nicht unbedingt sein, dass das, was sich produktiv anfühlt, auch tatsächlich produktiv ist. Und das wurde auch ganz gut gezeigt in einer Studie von Karpicki und Blunt, die Studenten in 4 Gruppen eingeteilt haben. Entweder sollten sie sich aufmerksam einen Text durchlesen, oder sie sollten sich den Text durchlesen und dann mehrfach wiederholen, oder sie sollten sich den Text durchlesen und danach aufschreiben, woran sie sich aus dem Text noch von vorher erinnern konnten, oder sie sollten sich den Text durchlesen und eine Mindmap dazu machen. Und dann wurden die Studenten gefragt, welche der Lernmethoden sie am effektivsten einschätzen. Und das Interessante war, dass die Studenten die Methode des Aufschreiben, woran sie sich erinnern konnten, am schlechtesten eingeschätzt haben, obwohl es eigentlich am besten funktioniert hat. Das heißt, häufig funktionieren die Lernmethoden, die wir als effektiv und produktiv erachten, nicht wirklich auch tatsächlich am besten. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist es nicht genau ein Zeichen dafür, dass Notizen hilfreich sind? Ja, die Studenten, die aufgeschrieben haben, woran sie sich erinnern, wobei ich das nochmal in einer anderen Kategorie einordnen würde, weil hier ging es nicht darum, dass sie sich während dem Konsumieren von Inhalten Notizen dazu gemacht haben, zu dem, was sie gerade hören oder dem, was sie parallel lesen, sondern hier ging es tatsächlich darum, dass sie sich, nachdem sie sich streng davon getrennt, nachdem sie durchgelesen haben, danach aufzuschreiben, woran sie sich erinnern. Das heißt, das ist ein aktives Abrufen von dem Wissensinhalt und nicht einfach ein Übertragen vom einen Ort an den anderen. Und insofern würde ich das nochmal in einer anderen Kategorie abspeichern. Und das ist auch der letzte Punkt, zu dem ich kommen möchte. Tatsächlich dieses aktive Abrufen ist, glaube ich, ein Punkt, der dafür sorgt, dass, wenn man sich keine Notizen macht, dass das eben auch nochmal produktiver sein kann, weil man dazu gezwungen wird, die Inhalte aktiv zu reproduzieren und nicht dazu verleitet wird, sich einfach einen Inhalt, den man aufgeschrieben hat, in Notizform immer und immer wieder zu wiederholen und durchzugehen, indem man sich die eigenen Notizen immer und immer wieder durchliest, was sich als relativ ineffizient herausgestellt hat in verschiedenen Studien. Und damit kommen wir zum Fazit dieses Videos. Erstens würde ich sagen, wenn du in einer Vorlesung sitzt oder auch wenn du dir ein Buchkapitel durchliest, dann versuch nicht währenddessen dir Notizen zu machen, sondern sieh es als 2 getrennte Aktivitäten. Im einen Fall versuchst du aufmerksam zuzuhören und im anderen Fall versuchst du die Sachen, die du gehört hast, aus deiner Erinnerung wiederzugeben und versuchst nicht Multitasking zu betreiben und dadurch letztlich in beiden Aktivitäten letztlich die Leistung darunter zu, schon stabil ist. Und damit kommen wir zum Fazit dieses Videos. Erstens würde ich sagen, wenn du in einer Vorlesung sitzt oder wenn du dir ein Buchkapitel durchliest, dann versuche nicht Multitasking zu betreiben und dadurch letztlich beide Aktivitäten, deine Leistung in beiden Aktivitäten zu reduzieren, sondern sieh es als 2 getrennte Aktivitäten an. Erst hörst du dir die Vorlesung so aufmerksam wie es geht zu und dann rufst du aus deiner Erinnerung die Informationen ab, an die du dich noch erinnern kannst, und schreibst dir auf, woran du dich erinnerst. Dann, wenn du dir etwas aufschreibst, wenn du dir Notizen machst, wenn man so will, dann übertrage nicht einfach Phrasen vom einen Ort an den anderen Ort, sondern formulier es wirklich in eigenen Worten. Überlege,
woher kenne ich diese Inhalte aus meinem bisherigen Leben? Gibt es irgendwelche Bilder, gibt es irgendwelche Metaphern, gibt es irgendwelche Situationen, die dadurch ausgelöst werden, und setz es in Beziehung mit dem bestehenden Wissen, das du bereits hast. Setz dich aktiv mit dem Stoff auseinander und konsumiere nicht einfach nur die Inhalte. Dann drittens, verbring nicht so viel Zeit damit, die Inhalte attraktiv aufzubereiten und dich aufs Lernen vorzubereiten, indem du dir Notizen machst, die du später wiederholen kannst, sondern fang direkt an damit, den Stoff zu wiederholen und aus deiner Erinnerung abzurufen und nicht von dem Notizzettel abzurufen, ja, weil auch das ist wesentlich effektiver, aus der Erinnerung abrufen versus dir Sachen immer und immer wieder durchzulesen. Und viertens schließlich, wenn du Testfragen hast, wenn du Übungsfragen hast, wenn du Altklausurfragen hast, dann nutze diese auf jeden Fall, weil Testfragen sind immer die beste Möglichkeit eigentlich, um Inhalte zu lernen, weil sie zum einen sehr nah am Test sind und zum anderen du auch da gezwungen wirst, die Informationen aktiv aus deinem Gedächtnis abzurufen und dadurch du dir diese Inhalte auch wieder besser einprägen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Mich würde außerdem in den Kommentaren interessieren, was sind deine Erfahrungen mit diesem Thema? Machst du dir Notizen in der Vorlesung? Machst du dir Notizen danach? Was sind deine Erfahrungen, was da für dich funktioniert hast? Kannst du mir doch gerne in die Kommentare schreiben, wenn du nicht meiner Meinung bist oder du andere Erfahrungen gemacht hast. Außerdem, wenn dich das Thema Lernen noch mehr interessiert, dann schau in die Videobeschreibung, da habe ich dir zwei Videos verlinkt. Das eine geht mehr generell darum, wie können wir Wissensinhalte merkwürdig gestalten, ja, also so, dass wir es uns tatsächlich einprägen können. Und das zweite Video geht mehr praktisch darum, welche Lernmethoden können wir verwenden, um im Studium effektiv zu lernen. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich dich auch bitten, das noch zu tun, falls du nichts dagegen hast. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, was Gutes, Servus.